Über 3.419 Kilometer hat mich der Peugeot 5008 auf einer Rundreise über Deutschland, Schweiz, Italien und zurück begleitet. Die Nachtankmengen auf den unterschiedlichen Etappen ergaben Verbrauchswerte zwischen 5,8 und 6,33 Liter auf 100 Kilometer. Bei diesen Verbrauchswerten ist zu berücksichtigen, dass dabei weniger innerstädtischer Verkehr gefahren wurde und Langstreckenetappen auch vom italienischen und eidgenössischen Tempolimit diktiert wurden.